Braincast, der Schulfunk zum Gehirn. Ja, herzlich willkommen bei Braincast. Wir sind hier im schönen Anno 1900, ein guter Grund, um in Weimar zu wohnen. Und neben mir sitzt Carsten Könnecker, der Chefredakteur von Gehirn und Geist. Carsten, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, lieber Arvid. Vor 7 Jahren jetzt schon hast du die Gehirn und Geist ins Leben gerufen. Das verflixte 7. Jahr. Und das ist das amtliche, also es ist zumindest mein Brot und Butterblatt, das ist aber das amtliche populärwissenschaftliche Magazin zum Thema. Im Vergleich zu den Geisteswissenschaften, würdest du sagen, das Gehirn ist inzwischen in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Das würde ich schon sagen, ja. Davon künden auch Titelgeschichten beim Stern, Spiegel, Fokus. Also ich achte natürlich besonders darauf, was über das Gehirn und die Psyche in den letzten Jahren so berichtet wurde. Aber mir begegnet das wirklich auch als ganz normaler Leser, Zuschauer, Mensch in der Öffentlichkeit immer wieder. Also auch selbst Kampagnen von größeren Firmen im Fernsehen werden mittlerweile irgendwie mit bunten Hirnbildchen unterlegt in einzelnen Fällen. Und ich glaube schon, dass das Gehirn in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist als Objekt für vielerlei Fantasien natürlich auch. In diesen 7 Jahren habt ihr einige große Räder gedreht. Ich erinnere mich an das Manifest der Neurowissenschaften, kurz danach das Gegenmanifest der Psychologen, kürzlich erst die Neuroenhancer. Was waren denn deine persönlichen Highlights in diesen 7 Jahren? Gibt es da welche? Meine persönlichen Highlights waren wahrscheinlich relativ abgekoppelt von diesen Publikums-Highlights, die uns sicherlich viel Aufmerksamkeit gebracht haben, nicht nur uns, natürlich in erster Linie auch den beteiligten Wissenschaftlern, die sich da auch selber ins Gespräch bringen wollten durchaus. Meine persönlichen Highlights waren vielleicht eher die stilleren Geschichten, die jetzt im Blatt selber gar nicht so eine Rolle spielen. Also zum Beispiel Sachen, die so interaktiv im Team von Gehirn und Geist passieren. Ja. Wir haben da eine wunderbare Mannschaft, wo ich also auch nur sozusagen einer von ganz vielen bin und probiere auch als Chefredakteur auch die Stärken und Schwächen der Leute so ein bisschen hervorzukitzeln. Das gelingt, meine ich, halbwegs gut. Und das ist also auch ein Teil der meiner Erfolgsgeschichte, wenn man so möchte, von Gehirn und Geist, abseits von allen möglichen Verkaufszahlen oder irgendwie Medienberichterstattung, die sich an Gehirn und Geist dann hinterher noch heranzieht. Gibt es Geschichten, Stories, die ihr im Heft hattet, Erkenntnisse auch, die dich bewegt haben? Also was mich inhaltlich wirklich total interessiert hat, das waren die meisten unserer Kinder-, Erziehungs-, Hirnentwicklungsthemen. Das liegt natürlich auch an der Situation, dass ich selber Vater zweier Kinder bin, zweier Söhne in dem Fall, und da auch durchaus, für den Alltag schon mal so ein paar Erkenntnisse sozusagen abstauben konnte. Als Leser des eigenen Blatts, was ich mache. Das ist natürlich ganz nett, wenn das im Vorbeigehen geht. Kinderthemen überhaupt, das ist ganz witzig, haben über die Jahre einen größeren Platz auch eingenommen, weil wir auch gemerkt haben, dass diese Themen nachgefragt werden. Also wir kriegen dann Leserreaktionen, wir kriegen bessere Verkaufsergebnisse bei bestimmten Themen natürlich auch. Und man könnte es fast so ausdrücken, dass wir mal einen Shift gemacht haben, weg von künstlicher Intelligenz und Robotik. Wir haben gedacht, dass das eigentlich in jedem Heft so dabei sein müsste, als wir so 2001, 2002 mit Gehirn und Geist loslegten. Hin zu solchen Themen rund um das kindliche Gehirn, die kindliche Psyche, auch die ganzen Problemthemen, die damit behaftet sind, ADHS und so weiter und so fort. Ein zweites Thema, was ich intellektuell auch sehr spannend finde, ist der gesamte Bereich Neuroethik. Da waren wir vermutlich auch mit die Ersten, die so in allen relevanten Teilbereichen dieser neuen Disziplin Berichterstattung gemacht haben. Also mir zum Beispiel hat ein Beitrag über Tierethik, ja, wie gehen wir eigentlich mit Tieren um, ein Thema, was ich selber gar nicht so auf der Agenda hatte, das hat mir sehr zu denken gegeben auch. Ja. Also dass Bewusstseinsforschung an Tieren auch dazu beiträgt, unser Bild von diesen Lebewesen, die wir halt, zum Teil leider durchaus auch sehr schlecht behandeln, also dieses Bild sozusagen abzurunden. Trotzdem bin ich noch kein Vegetarier geworden aufgrund dieses Artikels. Gibt es einen Unterschied zwischen dem Carsten Könnecker 2002 und dem Carsten Könnecker 2009 in Bezug auf das Verhältnis von Geist und Gehirn? Also in Bezug auf die materialistische Basis dessen, was wir als Ich erleben? Wahrscheinlich schon.
Und ich denke, dass es immer evidenter geworden ist, auch durch Fortschritte in der Forschung, dass Psyche und Gehirn Prozesse letzten Endes nur zwei Seiten ein und derselben Medaille sind. Das ist das, was Eric Kandel, dein letzter Gast, den ich natürlich auch sehr schätze, schon vor Jahrzehnten gepredigt hat, kann man sagen. Damit hat er, glaube ich, eine ganze Generation von Neurowissenschaftlern auch geprägt. Und alle möglichen Forschungsarbeiten, die seither entstanden sind, haben an diesem Dogma eigentlich nichts gerüttelt, sondern es immer nur weiter bestätigt. Was nicht heißt, dass ich nicht vor 7 Jahren oder wann es war, auch schon in diese Richtung gedacht habe. Aber ich glaube, dass sich dieses Bild einfach auch bis in die Gesellschaft hinein mehr und mehr erhärtet. Was mich, und ich dachte ja, ich bin ein Kenner eures Blattes, dann doch irgendwie überrascht hat, war, ihr seid ein Exportschlager. Wir sind aus zwei Gründen Exportschlager. Das eine ist, weil wir, glaube ich, man kann fast sagen weltweit, das erste Magazin waren, das radikal interdisziplinär über Fragen des Zusammenhangs von Psyche und Gehirnprozessen berichtet hat. Interdisziplinär in Sachen Neurobiologie, Psychologie, bis hin in Therapie hinein, Psychiatrie, Neurologie, Erziehungswissenschaften, künstliche Intelligenz, Philosophie des Geistes und so weiter und so fort. Das war einfach radikal neu. Das gab es in Deutschland nicht und das gab es auch in allen möglichen anderen Ländern nicht. Und das andere war der glückliche Umstand, dass wir über unsere Mutter, also unser Mutterblatt Spektrum der Wissenschaft, Teil schon waren eines internationalen Netzwerks von Verlagen. Die Kollegen sitzen dann in New York, in Sao Paulo, in Barcelona, in Rom und so weiter und so fort. Sodass die natürlich sehr, sehr schnell darauf aufmerksam wurden, dass es in Deutschland etwas Neues gab, was offenbar funktionierte und das dann der Reihe nach praktisch übernommen haben. Am allerersten die Spanier und Franzosen, Italiener und sehr, sehr zögerlich nur die Amerikaner. Das war ganz interessant. Die haben sich lange gesträubt und erst als das quasi rund um den Globus schon in mehreren Ländern funktioniert hat, also bis hin nach Brasilien, haben die dann mal ein sachtes, vorsichtiges Testheft gemacht. Das wurde ihnen quasi aus den Händen gerissen. Das war, glaube ich, das beste Sonderheft, was Scientific American in dem Jahr 2005 oder wann das war gehabt hat. Und dann waren sie quasi vom Erfolg gezwungen, dieses komische German Model irgendwie zu adaptieren. Genau, und klar, die sind, also unser amerikanisches Pendant, Mind, ist von der Verbreitung her, von der verkauften Auflage her, von der Leserschaft her deutlich größer als wir es sind. Das liegt natürlich auch nicht zuletzt an dem viel größeren Markt. Jetzt geht ja der Printjournalismus allgemein bergab. Die Leute informieren sich immer mehr im Netz, das merke ich ja mir selber. Es gibt nur noch zwei Zeitschriften, die ich lese. Welches denn die anderen, wenn ich fragen darf? Spektrum. Das ist in Ordnung. Wie glaubst du, ändert sich damit der Wissenschaftsjournalismus? Für den Wissenschaftsjournalismus ergeben sich ganz, ganz viele Fragen. Die dringendste ist natürlich die nach dem Geschäftsmodell, weil es sich, warum auch immer, kann man jetzt viel drüber philosophieren, durchgesetzt hat im Netz, dass die Inhalte, die Artikel, der Content frei zu sein hat. Ja, das ist ganz, der Bildchef ändert das gerade. Ja, mal schauen, wie weit das so kommt. Aber grundsätzlich ist es im Moment so, dass die meisten Angebote, es sei denn, sie sind auf ganz, ganz spezialisierte Zielgruppen mit ganz hohem Nutzwert sozusagen zugeschnitten, dass die im Netz stehen umsonst. Ja. Vielleicht vermarktet man sein Archiv, das kann sein, aber das sind alles noch zaghafte Versuche. Wir selber sind da mit Spektrum Direkt eigentlich ziemlich erfolgreich. Bei uns im Haus haben da 3000 zahlende Abonnenten. Das ist eine kleine Pflanze nur, aber es zeigt, dass es da vielleicht Ansätze gibt. Aber die Frage nach dem Journalismus ist eine ganz, ganz dringende. Ich sehe folgende Tendenzen. Das eine ist, dass vor allen Dingen durch das Internet und die elektronischen Medien eine enorme Diversifizierung der Medienlandschaft stattfindet. Das ist noch gar kein abgeschlossener Prozess. Ja. Wir hätten ja zum Beispiel vor 3-4 Jahren nicht gedacht, dass plötzlich die halbe Welt twittert. Ja. Das heißt, da gibt es viele, viele neue mediale Möglichkeiten und sie werden von radikal runtergestutzten Zugangsbarrieren zum Medienbetrieb quasi begünstigt. Das heißt, wenn ich jetzt heute etwas verlauten lassen will über, was weiß ich, meine Sicht der Dinge, dann kann ich also mir eine kostenlose Blogsoftware irgendwo runterladen und kann letzten Endes anfangen zu senden, in Anführungsstrichen. Das heißt, dass viel mehr Leute
sich tummeln als Anbieter von Informationen. Ja, ich sage damit gar nichts darüber, was das sozusagen für eine Art von Information ist in puncto Qualität und so weiter und so fort. Und das führt auch dazu, dass sozusagen mit diesem gesteigerten Angebot an Informationen auch die Zielgruppen sich weiter ausdifferenzieren und letzten Endes kleiner werden. Also die Zahl der an Wissenschaft interessierten Menschen, also auf so einem Niveau, wie es zum Beispiel Spektrum der Wissenschaft leistet, die ist ungefähr konstant, die ändert sich nicht von Jahr zu Jahr. Das sind so wahrscheinlich so 1,5 Millionen Bundesbürger. So, aber die können sich natürlich heute, anders als vor 20 Jahren, zwischen viel mehr verschiedenen Medien, die für sie etwas bereithalten, sie können sich entscheiden dazwischen. Ja? Das heißt, sie können von Print zu online, sie können aber auch online vielleicht mehr auf lebenswissenschaftliche Berichterstattung oder mehr auf die Physical Sciences oder so gehen. Und diese ganze Zunahme an Wissenschaftskommunikation, die setzt den Wissenschaftsjournalismus als einen Teil dieses Konzertes wirklich unter Druck. Und deswegen, also die Aufgabe des Wissenschaftsjournalismus wird eigentlich immer wichtiger, weil wo so viel in die Welt getönt wird, ist eigentlich sozusagen ein in der Sache unabhängiger Journalismus, der nach bestimmten Kriterien, auch mit einer bestimmten Berufsethik operiert, ist eigentlich total wichtig. Ja, weil wem sollst du glauben, wenn ganz viele verschiedene, wie mit mal einem Beispiel, vielleicht Klimaforscher oder nur ein Beispiel, vielleicht auch verschiedene Dinge sagen. Aber die Geschäftsgrundlage für derlei Journalismus, die ist leider ganz schön unter Druck geraten. Das muss man so sehen. Und wenn die Tendenz sich so fortsetzt, wie sie in Amerika sich abzeichnet, dann werden wir auch in Deutschland noch das Sterben von einigen Wissenschaftsredaktionen oder Ressorts oder vielleicht sogar ganzen Titeln beobachten. Online übrigens genauso wie Print. Jetzt ist ja eine deiner Ideen auch Silo.